Grünfläche auf der rechten Seite und maximal bis zum linken Seitenkörper. Das müsste abgesucht werden. Wir finden es. Die Aufgabenstellung jetzt mit dem Hund? Die Aufgabenstellung ist jetzt, Gegenstände mit menschlicher Witterung zu finden. Mhm. Und dann so anzuzeigen, dass man also im Grunde genommen noch Spuren sichern kann. Jetzt macht der Kollege das selber, aber die werden nochmal eingetütet, damit man auf den entsprechenden Nachweis führen kann. So, wir hörten gerade von der vernehmenden Dienststelle, dass nur ein Handy und ein Portemonnaie gestohlen wurden. Ja. So, das war jetzt die Suche nach Gegenständen mit menschlicher Witterung. Da spielt es keine Rolle, wer die Gegenstände zuletzt angefasst hat, sondern da geht es wirklich darum, dass wir natürlich Gegenstände entsprechend verwittern. Und ob das jetzt der Autoschlüssel von einem Polizeibeamten ist, der verloren gegangen ist, oder wie in diesem Fall halt die Ermittlung der Tatgegenstände, ist dem Hund eigentlich egal. Der würde alles anzeigen, was da rumliegt, mit entsprechenden Füttern. Hier kann man natürlich auch sehr schön sehen, die Hunde da nicht dazu gezwungen, sondern es geht alles über Freude und Spiel.
Ziel des Hundes ist, diese Gegenstände zu finden, damit dann sein Führer spielt über seine Bedrohung. Ja, wir werden also hier mit diesem Bereich fertig. Wir würden dann gleich wechseln auf den Bereich Spüren, jetzt nach Sprengstoff oder nach Pyrotechnik. Dazu haben wir gleich ein Fahrzeug in dem Bereich vorbereitet. Wenn Sie den Kollegen Bescheid sagen, fertig machen, dann waren wir fragen. Kollege, ich will die Kaltmeise nicht machen. Rolle. Also das ist ein relativ weicher Gegenstand, mit dem man dann also richtig mit seinem Hundeführer auch ein bisschen beuten und spielen kann. Das reicht also schon, dieses Spielen, das muss jetzt nicht sein, was er fressen kann. Nein, das geht nicht ums Fressen, geht nicht um Nahrungsaufnahme, sondern tatsächlich um das Spiel. Das Spiel für den Hund ist, ich muss was suchen, ich finde es und dafür gibt es dann diese Beißrolle. Wir haben jetzt gut beobachten können, dass der Hund diese Gegenstände gewittert hat, gefunden hat, aber hat sich dann direkt daneben gesetzt. Er hat das nicht versucht zu greifen oder so. Richtig. Was steckt jetzt dahinter? Dass wir den Hunden beigebracht haben, diese Gegenstände anzuzeigen, ohne sie aufzunehmen. Das ist also der Unterschied zu anderen Gelegenheiten, wo Hunde, sagen wir wie im Hundesport zum Beispiel, Gegenstände aufnehmen und zurück zum Hundeführer bringen sollen. Das wäre für in diesem Fall ja nicht besonders tunlich, da sie Spuren damit vernichten könnten. Darum zeigen diese Hunde halt wirklich durch Passivität an. Die setzen sich dahin oder legen sich vor den Gegenstand. Das ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Das war jetzt ein Sprengstoffspürhund, der im Grunde genommen einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand auch durch Sitzen anzeigt. Wenn er sich hinlegt, könnte er ihn ja berühren, zum Umfallen bringen und dann detoniert er. Darum sagt man, bei den Sprengstoffspüren soll sich ganz schnell dahinsetzen, um dann von dem Hundeführer abgeholt zu werden. Aber auch die werden wiederum durch so einen Gegenstand ein Spielzeug belohnt. Da gibt es dann auch nichts zu fressen. Dankeschön. Danke. Wie lange kann ein Hund so arbeiten? Das ist ja für ihn Spielarbeit. Man spricht von Richtwerten ungefähr 20 Minuten Spürdauer. Und dann muss der Hund aber in die Erholungsphase gehen, wobei das unterschiedlich ist, von Hund zu Hund nochmal abhängig von der Konstitution, von den Umweltbedingungen, ist es heiß, hat er genug Möglichkeiten, durch diesen Leistungsanspruch halt auch seine Körpertemperatur wieder zu regulieren. Dazu braucht er die Zunge und die Feuchtigkeit auf der Zunge. So, wenn ich jetzt natürlich in der Hitze im Sommer arbeite, dann werden aus 20 Minuten auch ganz schnell nur noch 10 Uhr. Das ist doch schon ein dann hat die entsprechende Ruhephase und kann er wieder einsetzen. Ja. Okay, in diesem Bereich sind wir jetzt mit dem Sprengstoffspüren. Auch da sieht man jetzt schon in der Vorbereitungsphase wieder, es geht um Spiel. Wie heißt der? Das ist der Kollege Giesberg-Wenk, Hauptkommissar. Giesberg. Ja. Wenk, Wilhelm Emil Nordburg Kaufmann. Hier schaut sie. Das ist jetzt ein anderer Diensthund. Das ist jetzt ein anderer Diensthund. Der spezialisiert auf. Das ist auch ein Sprengstoffspürer. Das ist jetzt der Sherlock. Ja. Sherlock Holmes. Also so heißt er eigentlich auch mit ganzen Namen. Nur den Familiennamen lassen wir öfters weg. Aha. Und der wird jetzt an dem Fahrzeug? Genau, der spürt jetzt das Fahrzeug ab und sollte dann natürlich die Gegenstände finden. Die Einsatzlage wäre es tatsächlich, wir finden irgendwo an einem Versammlungsort ein verdächtiges Fahrzeug oder mehrere verdächtige Fahrzeuge. Die würden dann mit dem Diensthund entsprechend abgesucht. Wenn der Verdacht da ist, könnte sich ja um einen Anschlag handeln. Ist das Auto jetzt präpariert mit Sprengstoff? Genau.
Hallo! Ich muss ja mal. Jetzt habe ich den Kollegen hier. Also selbst unser Motorraum, der für den Hund ja deutlich jetzt unangenehm ist. Die Dynamitstange. Beziehungsweise die Handgranate. Halt entsprechend suchen. Erschnüffeln. Wenn was da ist, natürlich auch finden. Ich würde das mal auf den Holzblock drauflegen, wenn du das zeigen kannst. Präpariert, da wir ja immer wieder auf dem Stadion oder auch in der Innenstadt Depots haben, wo die Bevölkerung gerne mal ihre Pyroflecken zu geben kann. Hier wieder wird man sehr deutlich sehen, dieses Klavierwirkung auch nur den Kanzler größer machen. Wirklich dran gehen und so. Ja, hier hatten wir ja die Kollegen im Einsatz, die lassen natürlich auch immer wieder den Hut zum Erfolg kommen. Und dann haben wir natürlich im Monat keinen Rückentraining. Schwierige Aufgaben stellen, ohne Führer dann. Und das sind die.